Der frühe Vogel kann mich mal, oder wie sagt man? Ja, in dem Fall nicht. In dem Fall fahren wir gerne mit der 218 von Hamburg Hauptbahnhof nach Lübeck. Die Fahrgäste haben es eilig, um zu einer besonderen Veranstaltung in Lübeck-Travemünde Strand zu kommen. Öffnen Sie die Türen und lassen Sie sie einsteigen, also die Fahrgäste. Und ich bin tatsächlich schon mal ein bisschen gefahren. Eigentlich wollte ich das ja mit euch zusammen machen und ich habe auch aufgenommen. Leider habe ich die ganze Zeit die YouTube-Endcard aufgenommen, sodass ihr nur den Ton gehört habt. Das war jetzt halt nicht so schlau. So, einstecken. Stellen Sie den auf neutral. Aber dafür weiß ich jetzt zumindest, wie es geht. So, stellen, was? Die Türsperre auf rechts sperren. Achso, ja, ja, ich muss halt Türen freigeben. Aha. Drücken Sie, achso, die linke Pfeiltaste. Ah, das wusste ich auch noch nicht. So, zack. 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 Ah. Okay. Habe ich. So, stellen Sie den Bremsschlüssel auf 1. Schalten Sie die Instrumentenbeleuchtung ein. Stellen Sie die Zuglichter auf 1, damit ist die Zugbeleuchtung gemeint, hinten im Zug. So. Fahrgäste einsteigen lassen. Ja, die steigen jetzt ein. So, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play TSW 4. Heute ist die, also für mich heute, für euch gestern, wenn ihr die Folge am Tag der Veröffentlichung schaut, ist die Baureihe 218 erschienen. Und habe ich mir natürlich direkt gekauft und nehme das jetzt für euch auf. Mit dabei ist auch noch ein Steuerwagen, ich glaube der Karlsruher Kopf. Ja. Und es sind Aktivitäten dabei für die Strecke Hamburg-Lübeck und für die Maintalbahn. Hatte ich jetzt beide nicht, habe ich mir erstmal Hamburg-Lübeck gekauft. Da habe ich mehr Bezug zu hier im Norden als irgendwie die Maintalbahn. Und es gibt aber auch für andere Bahnsteige, ja, weil er gerade gesagt hat, achten Sie auf den Zug, auf die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante. Nee, ja, für die anderen deutschen Strecken gibt es zumindest auch Fahrpläne, so dass man da Fahrplan-Szenarien fahren kann. So, wir gehen mal wieder nach vorne. Achso, ich muss noch die SIFA einschalten und die PZB. Habe ich auch gesucht, wo das hier in der Lok geht, keine Ahnung. Ich habe jetzt die Tastenkombination benutzt. So, ich verriegel die Tür. Stell jetzt den Richtungsschalter auf vorwärts. Kann ich jetzt vorher nicht machen, weil sonst kommt er wieder durcheinander. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Fahren. Stellen Sie den Getriebeschalter auf 1. So, der ist hier. Und dann würden wir sagen, geht's mal direkt auch los. So, ich gucke nochmal auf meinen zweiten Monitor. Ja, OBS läuft. OBS nimmt auch meinen Ton auf. Und vor allem, ich zeige euch das Spielbild. So. Ja, ich habe in meiner Eisenbahner Laufbahn leider keine Dieselausbildung erhalten. Dementsprechend kenne ich mich auf der 218 auch gar nicht aus. Bin da öfter mal mitgefahren, damals in meiner Ausbildungszeit. Aber was ich zum Beispiel noch nicht kannte, ist, damals gab es einen Seitenfahrschalter noch nicht. Den haben die hier mal nachträglich wohl nachgerüstet. Ja, nachträglich nachgerüstet. Also das sagt ja der Name schon. Nachgerüstet ist der meistens nachträglich. Haben wir hier Fernlicht eigentlich? Also eigentlich hat die kein Fernlicht, ne? Naja. Es sei denn, das wurde auch irgendwie nachgerüstet.
Ich wusste mal, was es zu sagen hat, wenn man Leistung aufschaltet oder abschaltet, dass diese Getriebelampe angeht. Habe ich nämlich damals mal gefragt in meiner Ausbildung, als ich auf der Lok mitgefahren bin. Aber das ist schon über 20 Jahre her und ich habe es dementsprechend auch vergessen. Ich weiß, dass es bestimmt viele von euch gibt, die das wissen und mir auch gerne in die Kommentare schreiben dürfen. Dann weiß ich fürs nächste Mal wieder Bescheid, was das zu sagen hat. So, hier geht's bergab. Ich wollte gerade bremsen, aber jetzt dürfen wir auch schon 60 fahren. Dann können wir uns ein bisschen rollen lassen. Sonst hätte ich jetzt die dynamische Bremse genommen. Ja. Ist in dem Fall natürlich keine E-Bremse, weil es ist keine E-Lok. Auch wenn es vom Hebel her so aussieht, ist ja quasi Motorbremse, wenn man das so sagen kann. Wie gesagt, erschlagt mich bitte nicht, wenn ich da jetzt falsche Begrifflichkeiten um mich werfe. Diesel hätte ich gerne, habe ich aber nicht. Hat er aber nicht. Ja, wir sind jetzt allein durch das Bergabrollen hier von 40 auf 56 gerollt. Das passt ganz gut. Und ja, wir fahren erstmal weiter mit 60. Auch die Strecke kenne ich nicht. Also Hamburg Hauptbahnhof kenne ich natürlich, aber von da nach Lübeck kenne ich mich nicht aus. Da bin ich wohl schon mal als Fahrgast mitgefahren, ja. Das ist auch schon ewig her. Vielleicht ist das im Dunkeln fahren jetzt auch nicht die beste Idee für so ein Let's Play. Aber es ist ja früh am Morgen. Vielleicht wird es ja im Laufe dieser Aufnahme noch irgendwie hell. Wir schauen mal. Mann, ja doch. Achso, wir dürfen schneller fahren. Dann machen wir das doch auch. Nämlich dürfen wir 100 km/h fahren. Ja, ist auch ein bisschen albern eigentlich, dass ich da geschrieben habe. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Dominik, es ist ja natürlich nur einer. Aber ich hoffe ja, dass da vielleicht noch mal ein paar mehr dazu kommen. Und da der Text. Entschuldigung, ich musste gerade meine Füße sortieren hier. Da der Text fest in der Grafik ist, habe ich das gleich so gemacht. Okay, dauert ein bisschen, bis die 218 in Schwung kommt. Ich weiß gar nicht, was die Maximalgeschwindigkeit ist, 120, oder? Normalerweise klebt auf jedem Triebfahrzeug ein Aufkleber, wo die VMAX draufsteht. Ach da. Ne, 140. 140 im Schnellgang, 100 im Langsamgang. Wir sind natürlich im Schnellgang, das habe ich vorhin schon geguckt. Schleuderschutz ein, Gangwahl, schnell. So, ansonsten kann man hier nichts umschalten. Ja, Mehrfachtraktionsauswahl ZWS. Ist zumindest anklickbar. Ich habe keine Ahnung, ob das in dieser Lok eine Funktion hat oder auch nicht. Also wir sollen um 5.25 Uhr in Bad Oldesloe ankommen. Das ist eigentlich eine gute Länge für eine Folge. Ich denke mal, ich werde das wieder aufteilen. Das ist anscheinend doch eine etwas längere Fahrt. Das bietet sich in dem Fall, denke ich, an. Na, haben wir da noch Halt erwarten? Oder ist das... Ne, da ist rechts noch ein Gleis. Okay. Wagen haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ja,
Dadurch, dass wir jetzt noch 20 Minuten fahren und danach noch weiter, gehe ich da wirklich davon aus, dass es im Laufe dieses Szenarios noch heller wird. Ich habe halt auch keine Ahnung, zu welcher Jahreszeit das hier spielt, das Szenario, aber es wird schon irgendwie passen, passt das schon. So, während wir hier so rumdümpeln, kann ich ja nochmal meinen Zettel holen, wo ich die Fragen ausgedruckt habe. Ja, ich habe irgendwie einen Monitor zu wenig. Schlaubibus hat gefragt, was macht der LZB-Notfallknopf? Diese Frage habe ich schon beantwortet in Folge 2 oder Folge 3 von Transportfieber. Ich glaube, es ist Folge 2. Die Folge ist natürlich noch nicht online, deshalb ist das jetzt irgendwie vom Timing her irgendwie ganz komisch. Dann fragt der Dominik, von dem wir gerade auch schon gesprochen haben, passiert das oft, dass Personen eingeschlafen sind und du sie dann wecken musst und diese am Endbahnhof rausschmeißen musst? Also beim Fernverkehr, ich bin ja jetzt seit fünf Jahren beim Fernverkehr. Ja, so ziemlich genau fast. Seit 1.7. bin ich da. Und da habe ich damit ja gar nichts zu tun. Also es kommt bestimmt vor, dass Leute eingeschlafen sind. Aber an der Endstation geht ja das Zugpersonal durch den Zug und schmeißt da dann die Leute raus. Als ich bei der S-Bahn in Hannover war, war das noch anders. Da kam das öfter vor, gerade samstags und sonntags morgens. Wenn die alle durchgesoffen haben und durchgemacht haben die Nacht, dass denn einige Leute da eingeschlafen sind und manche auch ja recht schwer wach zu kriegen waren. Irgendwann stumpft man halt auch ab und denkt sich so, ja gut, ich probiere es einmal, ne? Wenn sie dann nicht wach werden, dann lass sie doch sitzen, dann fahren sie halt nochmal eine Runde hin und her. Also manche Leute sind da schon mal irgendwie 2-3 Runden Flughafen oder nach Bennemühlen hin und her gefahren. Denke, ach, der sitzt ja immer noch hier drin. Also letztendlich sind die Leute dann selber schuld. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich es nicht probiert hätte, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass der Zug dann irgendwie in die Abstellung geht. Wenn der Zug in die Abstellung geht, dann ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Dann müssen die Leute da raus. Ganz zur Not dann irgendwie mit Hilfe, aber ganz so schlimm war es dann meistens noch nicht. Haben wir hier irgendwo eine Geschwindigkeitsbeschränkung? Nö. Rechts auf dem Streckenband sehe ich noch nichts. So, dann gucke ich mal. Die nächste Frage ist, glaube ich, auch von Dominik. Was ist dir so alles Lustiges passiert in deiner Zeit? Woran kannst du dich am besten erinnern? Ich hatte kurz Panik, weil das Spiel gehakt hat. Oha, also... Ja, lustige Sachen sind mir bestimmt schon wirklich oft passiert. An was kann ich mich denn erinnern? Oh, lass mich mal kurz einmal nachdenken. Also ich muss an eine Situation gerade denken. Ich weiß nicht, ob das die lustigste Situation war, aber an die muss ich jetzt gerade denken. Das war auch am Wochenende beim Nachtsternverkehr. Und da stand ich in Hannover Hauptbahnhof auf Gleis 14 mit der S-Bahn Richtung, ich glaube bis Burgdorf fuhr sie damals beim Nachtsternverkehr. Das ist inzwischen auch anders, da fährt sie durch bis Celle. Aber damals fuhr sie halt bis Burgdorf und da hat sie dann gewendet. Und ja, stand der Zug halt rum in Gleis 14 und wir hatten noch Zeit. Und dann drehe ich mich so um. Ich habe beim Nachtsternverkehr habe ich immer ganz gerne die Jalousie hinten hoch gehabt, also das Rollo, damit ich immer mal wieder in den Zug gucken kann, ob da alles in Ordnung ist, dass sich da keiner prügelt oder was weiß ich. Dass es meinem Zugpersonal hinten auch gut geht. Und dann stand ich da so und direkt an der ersten Fahrgasttür, jetzt muss ich mal ein bisschen Leistung abschalten, hat einer den Kopf rausgehalten, weil er brechen musste. Hat also aus der Fahrgasttür rausgekotzt. Und damals, oh Gott, ja stimmt, das ist damals... merkt euch diese Stelle, ich muss kurz was einwerfen. Also keine Pille oder so, sondern...
Die Türen bei der S-Bahn sind ja so, da ist ja ein sogenanntes Lichtgitter verbaut. Wenn jemand im Türbereich steht, läuft die Tür natürlich nicht zu, weil das Lichtgitter sind quasi ganz viele kleine Lichtschranken. Die merken dann auf der ganzen Körpergröße oder auf der ganzen Türhöhe, ich kann jetzt nicht zulaufen, da ist ein Hindernis drin. Das war nicht immer so. Die wurden irgendwann umgerüstet, weil das EBA, das Eisenbahnbundesamt, das so verlangt hat. Davor war nur auf Fußhöhe eine Lichtschranke. So, und zu dem Zeitpunkt war das mit dem kotzenden Typen noch. Der hat sich zwar aus der Tür rausgelehnt, das Lichtgitter, welches nachgerüstet wurde, nachgerüstet wurde, das gibt's doch nicht, war noch nicht vorhanden. Das heißt, es existierte nur diese Lichtschranke im Fußbereich. Er stand aber so ungünstig, dass er mit seinen Beinen nicht diese Lichtschranke getriggert hat. Also lief die Tür zu, erwischte ihn am Kopf, was ja in dem Moment auch noch nicht weiter tragisch ist, da ist ja jetzt nicht viel Wumms hinter. Was es damals aber schon gab, war in diesen Gummilippen so Fühler, so Sensoren. Ja? Wenn die auf ein Hindernis stoßen, dann laufen die Türen auch nochmal wieder auf. Also alles halb so wild. Aber die Tür lief dann wieder auf, als sie auf seinen Kopf gestoßen ist, wartete ein paar Sekunden und versuchte dann wieder zuzulaufen. Die Tür stieß wieder gegen seinen Kopf. Das ganze Schauspiel wiederholte sich irgendwie 5, 6, 7 Mal. Und irgendwie war dann, da wir ja noch Standzeit hatten, mein Zugbegleiter auch vorne. Und wir mussten so lachen. Das war so Situationskomik irgendwie. Also ist vielleicht beim Erzählen jetzt gar nicht so witzig, vor allem weil ich irgendwie auch ständig mich verplapper und von Steinchen über Dingens komme hier. Stöckchen über Steinchen. Es ist auch schon 22.44 Uhr. Das ist eigentlich so gar nicht meine Aufnahmezeit. Aber ich wollte das jetzt heute noch fertig machen hier. Und dann kann ich gleich gemütlich aufs Sofa gehen. Oh, 130 erwarten. Ja, sind wir fast. 18 Kilometer haben wir noch bis Bad Oldesloe. Was ist das hier für ein Ort? Hier hängen gar keine Schilder. Ach doch, aber konnte ich nicht erkennen. Schade. So, wieder ein bisschen Leistung aufschalten. Und dann können wir gleich auch wieder 100... Ach, jetzt können wir schon 140 fahren. Ab da vorne, in 200 Metern, gibt die Strecke sogar 160 her, aber so schnell kann halt unser Zug nicht fahren. Die Dostos hinten dürften 160 fahren. Die Lokomotive hier, die Baureihe 218, darf aber nur 140. Haben wir ja vorhin nachgeguckt. Steht hier dran, wenn man das erkennen kann im Video, aber bestimmt. So, da kommt uns was entgegen. 145, 106, keine Ahnung. Nee, ist ja sogar ein Güterzug. Ach, die Loks sehen im Dunkeln auch irgendwie alle gleich aus, diese Neubau-Loks. So, mal gucken, was haben wir denn noch für eine Frage hier? Oh ja, jetzt wird's interessant. Das werde ich öfter gefragt, also auch in den Kommentaren, auch noch von Dominik. Hast du die Erlaubnis bzw. den Willen, eventuell auch mal echte Führerraumaufnahmen hochzuladen, dass man dich mal sieht bei deiner echten Arbeit? Der Wille ist auf jeden Fall da und ich hätte da auch mega Bock drauf. Das Ganze ist allerdings nicht so einfach. Weil man darf nicht so einfach Führerstandsmitfahrten filmen. Aus zwei Gründen. Erstmal darf man das sowieso nicht, selbst wenn man nicht selber fährt. Weil man muss ja alles, was man irgendwie auf Bahnanlagen filmt, außer so Privataufnahmen, braucht man ja erstmal eine Drehgenehmigung. So. Dann kommt erschwerend hinzu, dass ich ja während der Fahrt keine Bedienhandlung an irgendwie elektrischen Geräten oder sowas, an privaten elektronischen
Geräten durchführen darf. Ich erzähle gleich weiter, ich muss jetzt erstmal bremsen. Ich hoffe, das passt, dass wir auf unter 85 bremsen. Jawohl. Siefer, so, frei kann ich auch drücken und dann können wir wieder beschleunigen auf 90. Ja, es dauert, die Bremsen sind immer noch angelegt, man sieht es hier. Die lösen sehr langsam. So eine 218 hat halt auch keine EP-Bremse, ne? Die Dosto-Wagen hinten dran hätten ja sogar EP-Bremse. Wobei ich gar nicht weiß, ob die aktiviert sind. Aber wie gesagt, die 218 hat keine EP-Bremse, von daher wird noch ganz klassisch gebremst. Und wir sind sogar auf 60 runtergefallen hier von der Geschwindigkeit. Aber lieber so, als wären wir zu schnell oder hätten eine Zwangsbremsung durch die PZB bekommen. Von daher beschleunigen wir jetzt mal wieder auf die 90, beziehungsweise nee, 110 dürfen wir jetzt schon wieder fahren. Aber ich darf nachher echt nicht verpassen, hier in Bad Oldesloe anzuhalten. Wo war ich denn hier stehen geblieben? Achso, ja, das ist halt nicht so einfach. Es gibt, irgendwie gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, weil es gibt den YouTube-Kanal IC-Lokführer. Ist tatsächlich auch ein Kollege aus Hannover vom Fernverkehr. Der macht sehr coole Videos. Der war früher auch Straßenbahnfahrer und hat schon Straßenbahnmitfahrten gemacht in Hannover. Und hat das immer, die Untertitelfunktion bei YouTube hat er dann immer benutzt, um dann Erklärungen abzugeben zu der Strecke und was da gerade so los ist. Wenn ich den persönlich treffe, werde ich den mal fragen, wie der das macht. Es steht aber unter jedem Video steht irgendwie eine Genehmigungsnummer drunter und ich glaube, das ist alles sehr kompliziert. Man muss natürlich, wenn man das machen will, die Kamera vor Fahrtbeginn schon komplett fertig machen, auf Aufnahme drücken, dass man während der Zugfahrt nicht zur Kamera muss. Und ich glaube, man muss wahrscheinlich auch das Display so drehen, dass man es selber nicht sieht, dass man nicht verführt wird, da mal aufs Display zu gucken, ob noch alles okay ist bei der Kamera. Also man muss komplett alles fertig machen und dann kann man erst losfahren und auch erst, nachdem man dann angehalten hat, kann man dann erst wieder sich um die Kamera kümmern und die abnehmen und sieht dann eventuell erst, wenn was ist. Das ist aber nicht das größte Problem, sondern man muss in der Nachbearbeitung, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Zugfunk zu hören ist oder so, muss man das natürlich irgendwie rausschneiden, weil entweder dann interne Sachen zu hören sind, also kommt dann natürlich darauf an, was zu hören wäre. Aber, und wenn man nur mich hört, wäre es halt auch nicht das Problem, aber manchmal hört man diesen Zugfunk auch über die Lautsprecher. Das ist normalerweise nicht so gewollt, aber manchmal passiert das. Und dann wäre das ja das Persönlichkeitsrecht, was dann auch wieder rausgeschnitten werden muss. Das geht aber auch alles noch. Was viel schlimmer ist, wenn man am Bahnsteig ranfährt, muss man natürlich die ganzen Leute pixeln. Das ist dann schon wieder sehr viel Arbeit. Geht aber vielleicht auch noch. Aber wenn ich das so richtig mitbekommen habe, dadurch, dass unter jedem Video oder ich sag mal bei jeder Strecke, er hat ja die Strecken, wenn er die fährt, auch in mehrere Videos unterteilt, eine andere Genehmigungsnummer steht, muss wahrscheinlich jedes einzelne Video einzeln geprüft und abgenommen werden. Und ich weiß nicht, ob ich mir den Aufwand geben will. Und vor allem wäre es halt alles ein bisschen doppelt gemoppelt, da der Kollege, der IC-Lokführer, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, mit richtigen Namen, ist ja auch Wurst. Ich glaube, der will das auch gar nicht, dass er mit richtigen Namen angesprochen wird, weil er pixelt sich selber auch und heißt halt auf YouTube auch nur IC-Lokführer. Schöne Grüße übrigens, falls du das hier siehst, hörst. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Meine Güte. Achso, genau, es wäre ein bisschen doppelt gemoppelt, weil wir genau in derselben Dienststelle sind und genau die gleichen Strecken fahren. Also von daher gibt es das alles schon bei YouTube. So, wir haben 5 Kilometer nach bis Bad Oldesloe und es wird auch schon ein bisschen heller. Wir gucken hier mal so ein bisschen seitlich aus dem Fenster. Wow. Sieht man jetzt auch nicht so viel.
Ach, eigentlich kann ich auch rollen lassen schon mal. Ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Vom ganzen vielen Erzählen einen ganzen trockenen Mund. Nochmal einen Schluck Wasser trinken. Jetzt bin ich ja gleich mal gespannt, wie sich das Ding an den Bahnsteig bremst. Das wird bestimmt eine katastrophale Bremsung, muss ich ja sagen. Also ich muss rechtzeitig anfangen zu bremsen auf jeden Fall. Oh, hier geht es anscheinend auch bergab, weil wir sind bei 140 noch. Ich lege mal die dynamische Bremse schon mal nach ganz hinten. Dann kann die Lok schon mal ein bisschen bremsen. Und bei einem Kilometer nehme ich dann die Druckluftbremse dazu. Verehrte Fahrgäste, der nächste Halt ist dann Bad Oldesloe. Ich sehe halt den Bahnsteig noch nicht, ne? Ich glaube, da hinten ist irgendwas Eckiges. Und nein, ich meine nicht den Containerzug, der hier steht. So, wir sind jetzt bei 80 km/h. Ich muss noch mal ein bisschen nachschenken. Ah, hier, links ist der Karlsruher Kopf. Ich glaube, der ist dann auch dabei. Hier bei der 218. Ach, jetzt bin ich in die Vollbremsstellung gegangen. Nein, oh, jetzt wird es ganz schön rucken. Eieiei, tut mir leid. Achso, Ausstieg übrigens in Fahrtrichtung links. Achso, Türen auf der linken Seite freigeben. Achso, oder sollen die Leute hier gar nicht raus? Dann wird es ja gar keinen Sinn machen, dass ich hier warte. Ach, alles komisch. Also, selbst wenn es nur ein Betriebshalt ist, macht das gar keinen Sinn. Dann kann ich die Türen auch wieder zurücknehmen. Aber ich sag... Ich sag tschüss, winke, winke und bye bye. Bis zur nächsten Folge.